Ja, meine Damen und Herren, es ist für mich eine Freude, hier aufzutreten auf dem zweiten Messetag, dem vorletzten Messetag hier in Nürnberg auf der ITSA. Mein Name ist Sebastian Schreiber, ich bin Gründer und Geschäftsführer der SÜS GmbH. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich 101 Mitarbeiter und wir machen nichts anderes als Penetrationstests. Penetrationstests sind simulierte Hackerattacken, simulierte Cyberattacken gegen IT-Infrastrukturen und wir greifen alles an, was man so angreifen kann. Das heißt also Netzwerke, Applikationen, Webservices, mobile Apps, aber auch IoT-Geräte, also Kühlschränke kann man mittlerweile angreifen. Man kann Teile von Kraftfahrzeugen angreifen oder auch Anlagen, die Strom generieren. Das sind wir und meine Freude ist es, Ihnen jetzt eine Auswahl von Hackerattacken hier live zu zeigen, die ich mitgebracht habe. Ich habe eine dicke halbe Stunde Zeit, ich habe 12 Attacken dabei. Ich werde nicht in der Lage sein, alle 12 Attacken hier live zu zeigen, aber werde eine entsprechende Auswahl mit Ihnen gemeinsam treffen. Das heißt, ich möchte Sie einladen, mit mir gemeinsam einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und die Welt so ein bisschen auch aus den Augen eines Angreifers anzuschauen. 12 Attacken haben wir. Der erste Angriff ist eine ganz einfache Denial-of-Service-Attack. Ich möchte also zeigen, dass man in der Lage ist, Systeme, die im Internet stehen, die exponiert sind, die draußen sind, ohne großen Aufwand in die Knie zu zwingen, platt zu machen. Zweiter Angriff ist ein Angriff gegen eine Web-Applikation, eine mobile App auf dem Android habe ich also dabei. Ich möchte also zeigen, dass auch mobile Endgeräte wie Apple-Endgeräte oder Android-Endgeräte tatsächlich auch angreifbar sind. Dann haben wir einen Android-Trojaner dabei, den wir uns anschauen können. Also auch Android-Geräte sind nicht sicher vor Krypto-Trojanern. Viertens sind Angriffe gegen Funktastaturen. Ich habe also hier eine Tastatur des Herstellers Cherry dabei, die damit wirbt, AES verschlüsselt zu sein. Ich möchte Ihnen zeigen, dass man so eine Funktastatur auch knacken kann. Genauso nett ist ein Angriff gegen eine Alarmanlage. Ich habe also hier eine Funkalarmanlage dabei, die wir mit einem außergewöhnlichen Instrument angreifen werden. Und zwar mit einem Instrument, das ich zum jetzigen Zeitpunkt an meinem Körper trage. Bin gespannt, was Sie dazu sagen, wenn ich es Ihnen dann zeige. Was haben wir noch? Angriff gegen Antivirus. Es ist schön, wenn Sie alle Virenscanner einsetzen, aber wer es drauf anlegt, wird in der Lage sein, jeden Schadcode durch jeden Virenscanner durchzumogeln. Also eine Attacke dabei, die auf AV-Evasion fußt. USB-Angriffe habe ich große Massen dabei. Es gibt so viele Gadgets, die Sie kaufen können für kleines Geld, mit dem Sie dann hinterher fremde Systeme angreifen können. Der ganze Tisch ist voll davon. Das heißt, mittlerweile ist der Markt an Hacker-Tools, auch an Hardware-Hacker-Tools, so groß geworden, dass es relativ einfach möglich ist, für kleines Geld sich Hacker-Tools zu kaufen. 30, 40 Euro reichen und Sie können auch als Nicht-Profi-Hacker Profi-Angriffe durchführen. SQL-Injection habe ich dabei. Wir können Krypto-Devices basierend auf USB angreifen. Wir haben die Möglichkeit, SMS zu fälschen. Ich habe Passwort-Cracking-Attacken dabei. Wenn wir wollen, können wir sogar RFID-Angriffe durchführen gegen RFID-Attacken durchführen gegen sowas wie Kreditkarten und EC-Karten. Schön. Vorschlag ist, wir fangen einfach in aller Ruhe an. Ich muss leider, weil ich keine Aufbauzeit hatte, so ein bisschen hier noch schnell ein paar Sachen entsprechend starten. Aber das sieht alles sehr gut aus. Denial of Service Attack heißt auf Deutsch Sabotageattacke. Ich möchte also zeigen, dass ich ein System, das im Internet steht, hier ohne großen Aufwand platt machen kann. Und das machen wir auch. Um ein System platt zu machen, das im Internet steht, benötigen wir zunächst mal ein System, das im Internet steht. Und das ist also einfach ein Server, der diese Uhrzeit hier entsprechend anzeigt. Meine Attacke hat eine gewisse David-gegen-Goliath-Charakteristik, denn ich greife hier in der Tat einen Server an, unter Anwendung von einem Laptop, der über OMTS nur angebunden ist. Das heißt, ein ganz anderes Szenario machen wir hier als das Szenario einer DDoS-Attacke. Ich mache also eher so eine David-gegen-Goliath-Attacke. Sie sehen, die Uhr tickt munter vor sich hin. Ich gehe jetzt um. Gott, oh Gott, wir sehen es gar nicht. Hola, danke für den Fingerzeig. So, jetzt sehen wir die Uhr. Vielen Dank für die Info. Das war gerade ausgeschaltet. Hier sehen Sie also zu rechten ein Debian Linux in einer kleinen virtuellen Maschine. Zu linken sehen Sie eine Uhr, die hier munter tickt. Und sobald ich jetzt den Angriff durchführe,
wird die Uhr stehen bleiben, wenn der Angriff so funktioniert und wenn hier eben die UMTS-Verbindung schnell genug ist. 1, 2, 3. Der Angriff läuft, die Uhr tickt noch, die Uhr tickt nicht mehr. Also wir sehen, dass es uns sehr schnell möglich war, diese Uhr hier zum Einfrieren zu bringen. Und das Spannende bei dem Angriff ist, sobald ich ihn abbreche, Ctrl-C, tickt die Uhr wieder munter vor sich hin. Eine optimale Attacke, die dazu geeignet ist, hier Lösegeld zu erpressen. Und diese Lösegelderpressungen sind in einer Branche sehr, sehr üblich, das ist die Glücksspielbranche. Unter unseren Kunden befinden sich also eine große Menge an Casinos auch, Glücksspielanbieter, Anbieter von Sportwetten, und da kommen solche Erpressungen regelmäßig vor und wir müssen dann Attacken dieser Art entsprechend auch abwenden. Bitcoins, meine Damen und Herren, sind ein ideales Instrument für Erpresser. Denn in der Regel werden die Erpresser ja im Zuge der Lösegeldübergabe verhaftet. Und bei Bitcoins erfolgt die Lösegeldübergabe im Cyberspace und da kann man mit Polizeiautos so schlecht hinfahren. Das heißt, ich prognostiziere, dass wir in den nächsten Jahren eine deutliche Zunahme von Lösegelderpressungen, von Erpressungen aller Art haben. Schön. Nächster Angriff, den ich zeigen möchte, ist ein Angriff gegen eine mobile App. Und ich habe mir hier in der Tat die App Quizduell ausgesucht und würde jetzt gerne mit Ihnen gemeinsam ein Spielchen machen. Wer von Ihnen hat Lust, mit mir zusammen Quizduell zu spielen? Ich verspreche Ihnen, Sie gewinnen nicht, weil ich mogle. Haben wir jemanden, der mitspielt? Wer hat Quizduell dabei? Wer hat Quizduell auf dem Handy? Egal ob Android oder iOS, ich würde gerne mit Ihnen spielen. Wenn Sie mit mir spielen, meine Damen und Herren, schenke ich Ihnen mein Buch über IT-Prüfungen. Das kostet sonst 30 Euro. Sie, super, kommen Sie nach vorne. Kommen Sie einfach nach vorne auf die Bühne zu mir. Sehr schön. Das Buch für Sie lege ich einfach schon mal hierher. Sie schnappen sich's. So, willkommen auf der Bühne. Wie heißen Sie? Also wie heißen Sie mit Pseudonym bei Quizduell? Ich gehe auf Spiel. Ja, gerne. Scheint ein komplizierter Name zu sein. Geben Sie es ruhig ein. Und drücken Sie auch gleich auf Spielen. Und dann zocken wir gegeneinander Quizduell. Sehr schön. Sehr schönes Pseudonym. Ich habe Sie gerade gechallenged. Jetzt sollte also bei Ihnen aufpoppen, dass ich Sie zum Spiel herausgefordert habe. So, das ist 3G, das sollte also funktionieren. Neues Spiel, sehr schön. Ich würde Sie bitten, einfach zu zocken. Während Sie das machen, erkläre ich den wenigen von Ihnen, die nicht wissen, wie Quizduell funktioniert, was es ist. Quizduell ist nichts anderes als eine Portierung der klassischen Fernsehquiz-Shows in den Cyberspace. Das ist Quizduell, das alles. Schön ist, dass man hier plattformübergreifend spielen kann, also von Android zu iOS oder ähnliches, denn die mobilen Endgeräte haben zu keinem Zeitpunkt einen direkten Kontakt zueinander. Gespielt wird immer über einen Spielbroker, über die Cloud, über einen Server im Internet. Und dieser Server im Internet, den kontaktieren wir über sogenannte Web-Services, SOAP und REST wird da typischerweise gesprochen. Und wie ich sehe, sind Sie hier schon fertig. Ich gehe mal hier in der Tat auf Sie drauf und jetzt spielen wir. Ich sehe, als Wissensgebiet haben Sie sich rund um die Welt ausgesucht und da kennen Sie sich blendend aus, habe ich gehört. Wir gehen jetzt gemeinsam auf die Frage, klicken drauf. Was ist die Amtssprache in Andorra? Katalanisch, ist richtig. Ich sehe gerade, wir haben so ein bisschen Rückkopplungen. Die nächste Frage dürfen Sie beantworten. Die Frage lautet, welches deutsche Bundesland liegt am nördlichsten? Schauen Sie sich die Dinge an. Ja, perfekt. Schleswig-Holstein ist richtig. Wir sind bisher immer auf der richtigen Seite. Wir machen mit Ihnen weiter. Die Frage lautet, welches Land ist der größte Binnenstaat der Erde? Schauen Sie sich, Sie können es nicht lesen. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Hier, ja, da steht doch was. Ja, sehr schön. Super. Wir haben jetzt tatsächlich 3 richtige, während Sie 2-mal daneben gelegen sind. Das liegt aber daran, dass bei mir, bei meiner App, die richtige Antwort bereits vorher mit dem Wort richtig gekennzeichnet ist. Ich zeige Ihnen das gerade mal kurz. Wir gehen zu essen und trinken. Das ist immer gut. Jetzt kommt eine Frage und Sie sehen hier schon richtig Überraschungsei. Wir müssen also die Frage gar nicht lesen. Linzer Torte und die dritte Geschichte ist Kohlenhydrate. Und wir haben es erneut geschafft, alle 3 Fragen korrekt zu beantworten. Das Spiel ist gehackt. Sie sehen es, alles grün. Viel Spaß beim Lesen. Das Kapitel über Pentest stammt von mir. Ja, gerne.
Was haben wir gemacht? Ja, ein Applaus für meinen Gegner. Ja. Gute Verlierer. Ja, was haben wir gemacht, um den Angriff durchzuführen? Das ist eine ganz spannende Historie. Zunächst mal war die Kommunikation zwischen Handy und Webserver, Webservice ungeschützt. Da konnten wir mit einem passiven Sniffer die Kommunikation ausspähen und haben dann festgestellt, dass in den Paketen, wo die Fragen und die Antwortkandidaten drin standen, die richtige Antwort bereits markiert war. Das heißt, wir mussten die nur aus dem Netzwerk-Traffic rausholen. Ein ganz normaler Netzwerksniffer hat ausgereicht. Danach ist der Hersteller der Software dazu übergegangen, die Kommunikation zu verschlüsseln mit SSL. Das heißt, der normale passive Sniffer, der hat keinerlei Auswirkungen gehabt. Wir mussten also die SSL-Verbindung aufbrechen und das ging ganz einfach mit Webproxy. Einfach Proxy hinterlegt auf dem Android-Mobiltelefon, haben die Zertifikate vom Proxy hinterlegt und waren dann in der Lage, die Verbindung aufzubrechen. Ja, diesen Angriff haben wir dann im Fernsehen gezeigt, bei RTL. Und danach hat der Hersteller Certificate Pinning eingesetzt. Dann klappt das einfache Aufbrechen der Verbindung nicht mehr. Meine Mitarbeiter sind durchaus in der Lage, Certificate Pinning aufzubrechen, weil wir ja das Endgerät in der Gewalt haben. Diesen Angriff haben wir nicht gemacht, weil ein anderer für uns ökonomischer war. Der war einfacher. Wir haben die App einfach aufgebrochen. Wir haben die App, also das Executable, was hier läuft, manipuliert, dergestalt, dass uns die richtige Antwort eben vorher so markiert wird, dass wir da einfach draufklicken können. Wir sehen also, der Täter arbeitet, ja, man könnte sagen, nach dem ökonomischen Prinzip. Lax ausgedrückt, könnten wir auch sagen, nach dem Prinzip Faulheit. So, ich muss ein bisschen auch ökonomisch umgehen mit meiner Zeit. Der nächste Angriff, den ich Ihnen zeigen möchte, ist ein Angriff gegen die Funktastatur. Ich habe zu diesem Zweck eine Funktastatur dabei, die ich schnell anschalte. Meinen leckeren Kaffee schiebe ich beiseite. Der Tisch ist so voll. So, und jetzt will ich Ihnen zeigen, dass ich in der Lage bin, hier ebenfalls Angriffe durchzuführen. Ich benötige für meinen Angriff zunächst mal eine Antenne. Um Funk abzuhören, braucht man eine Antenne. Die Antenne agiert nicht im luftleeren Raum. Ich brauche noch Crazy Radio und das ist auf diesem kleinen Stick drauf. Es handelt sich hier um Crazy Radio, also um Software Defined Radio. Sprich, ich kann heute mit billigem Geld Funkkommunikation, auch proprietäre Funkkommunikation ausspähen. Dieses Ding muss nur irgendwo eingesteckt werden. Dazu habe ich jetzt einen Raspberry Pi da. Der Raspberry Pi muss gebootet werden. Dazu brauche ich eine Stromversorgung. Die kommt hier rein. Zack. Und das ganze Ding braucht noch Strom. Ich habe doch gerade eine Powerbank hier gehabt, habe aber vergessen, die mitzunehmen. Deswegen schnappe ich mir die kurz und boote meine Angriffsumgebung mit der Powerbank. Zack, und jetzt sehen Sie also hier, bootet also ein Linux drauf und mit dem Linux werde ich dann in der Lage sein, die Kommunikation der Tastatur entsprechend abzuhören. So, Tastatur bringen wir schnell ins Laufen, indem wir das Ding hier einstecken. Und jetzt gucken wir erstmal, ob die Tastatur entsprechend läuft. Notepad, ja, wir sehen, die Funktastatur tut genauso, wie sie sollte. So, jetzt müssen wir erstmal überlegen, womit kämpfen wir eigentlich bei der Funktastatur? Wir kämpfen mit einer proprietären Verschlüsselungsschnittstelle. Und das ist das ganz Schwierige, wenn wir nicht so richtig wissen, wie die hier läuft. So, genau, ich gucke gerade mal, ob das alles läuft. Mein Gerät sagt Found Keyboard und sagt jetzt schon Found Crypto Key. Das heißt, bereits jetzt sind wir in der Lage, die Verbindung anzugreifen. Wir brauchen ein bisschen Traffic, um den Angriff durchzuführen. Ich will jetzt eindrucksvoll unter Beweis stellen, was ich mit dem Zielsystem alles anstellen kann. Hier zum Beispiel haben wir ein ganz normales Windows. Da gehen wir jetzt mal auf Abmelden. Windows meldet sich hier entsprechend ab und wenn wir uns anmelden, dann werde ich als erstes den Sniffer starten. Also passen Sie auf, was geschieht. Ich gehe auf diesen Knopf für Record. Zack, jetzt sehen Sie, das rote Licht ist an für Aufnahme. Ich gebe das Passwort jetzt ein. Und wir sehen, wir sind angemeldet. Ich beende die Aufnahme und habe jetzt hier auf meinem Angriffsdevice das Passwort abgespeichert. Neues Spiel, wir gehen hier auf Abmelden. So, und jetzt präsentiere ich das Passwort, indem ich hier draufklicke. 1, 2, 3, zack, angemeldet.
kann also ohne großen Aufwand hier das Passwort mit diesem kleinen Device ausspähen und erneut präsentieren. Das ist schon mal genial. Damit aber nicht genug. Ich habe die Möglichkeit, auch die Zielsysteme zu trojanisieren. Sie sehen hier das Windows und Sie sehen, dass mein Angriffsinstrument noch einen dritten Button hat. Der erste war der Aufnahme-Button, der zweite war der Replay-Button und der dritte Button ist der Attack-Button. Wenn ich da drauf drücke, wird der Angriffsbefehl abgefeuert und das Zielsystem wird trojanisiert. Passen Sie auf, genau was passiert. 1, 2, 3. Ihr seht da, PowerShell-Befehl wird eingegeben, Schadcode nachgeladen, zack, Infektion, Metabrite gestartet, Zielsystem ist jetzt von mir trojanisiert und ich habe die Möglichkeit, über das Internet auf das System drauf zuzugreifen und mit dem System einzustellen, was ich möchte. So könnte ein Angriff sein, wenn ich Interesse habe, auf ein Zielsystem drauf zu kommen. Der Angriff könnte auch anders aussehen. Ich hätte auch die Möglichkeit, hier Crypto-Ransomware zu starten. Ein Angriffsszenario wäre also, ich besorge mir dieses Ding, mache einen gemütlichen Spaziergang durch schöne Nürnberg und überall, wo ich eine Funktastatur vorfinde, die ich in meine Gewalt bringen kann, starte ich Krypto-Ransomware, verschlüssele die Festplatte und bitte um ein Lösegeld in Höhe von einer Bitcoin und nur wenn ich die Bitcoin erhalten habe, gebe ich das Gerät frei. Also aufgepasst, da wo gefunkt wird, da kann was passieren. Funkkommunikation können wir nicht so ohne weiteres bewerten. Das ist was Kompliziertes. Das ist nichts, wo wir als Laie reinhorchen können. Da benötigt man eben Experten. Und solche Experten habe ich unter Vertrag. Wenn Sie, also unter Arbeitsvertrag, ich habe wie gesagt 100 Mitarbeiter und da machen wir nichts anderes als solche Angriffe und finden solche Schwachstellen und demonstrieren die typischerweise auf den verschiedensten Konferenzen weltweit. Forschung macht Spaß, Forschung bringt Vorsprung. Das können Sie möglicherweise nicht selber, so eine Angriffe durchführen. Was Sie aber selber machen können, Sie können sich einen Jammer kaufen. Das ist ein Denial-of-Service-Gerät, mit dem Sie WLANs zerstören können. Sie haben die Möglichkeit, sämtliche WLANs zu stören, innerhalb von einem Radius von 300 Meter Entfernung. Das ist übrigens ganz spannend, wir können auch jene WLANs stören, bei denen wir eigentlich zu weit weg sind, um an ihnen teilzunehmen. Also ich kann WLAN kaputt machen, das sehr, sehr weit weg ist von mir. Ich kann also entweder alle WLANs töten, ich habe alternativ dazu die Möglichkeit, dediziert zu sagen, ein WLAN mache ich kaputt, die anderen lasse ich leben und ich kann aber auch einen Client einprogrammieren. Ich kann sagen, Ihr Laptop darf nicht ins WLAN, alle anderen können normal weiterarbeiten. Das ist ein professionelles Hackerinstrument, das Sie zum Preis von 45 Euro kaufen können. Nehmen Sie ein Display drauf, haben einen Akku dran und damit könnte man zum Beispiel hier auf der Messe jede Menge Probleme verursachen. Man könnte anderweitig auch Probleme verursachen. Stellen Sie sich vor, ich nehme dieses Ding, pack's in einen gefütterten Briefumschlag und verschicke es nach Hamburg in eingeschaltetem Zustand. Ich mache eine Wette, dieses Ding kommt niemals in Hamburg an, weil die ganzen Logistikunternehmen und Paketzentren dazwischen alle auf WLAN fußen. Die ganzen Barcode-Scanner arbeiten mit WLANs. Das wäre also ein Riesenproblem für uns. Wo wir gerade bei Funksignalen sind. Jetzt möchte ich hier noch kurz die Alarmanlage zeigen. Die steht hier. Ich habe also hier keine Sensoren drin, keine Sirenen, sondern wirklich nur das nackte Modell und ich würde braucht Unterstützung, dürfte ich Sie kurz nach vorne bitten? Sehr schön. Ich gebe Ihnen dieses Ding in die Hand und erkläre Ihnen kurz die Funktionen. Es ist ganz einfach. Hier mit Scharfschalten, mit diesem Häuschen und mit dem offenen Schloss stumpfschalten. Probieren wir das doch mal aus. Bitte schalten Sie die Alarmanlage scharf. Sehr schön. Ich höre es hier piepsen hier vorne. Der braucht 20 Sekunden, dann ist es scharf. Jetzt will ich Sie bitten, die stumpf zu schalten. Sehr schön. Hat funktioniert. Und jetzt kommt der Angriff. Mit dem Gerät, das ich zum jetzigen Zeitpunkt an meinem Körper trage. Es handelt sich um eine Armbanduhr. Also ich habe eine Armbanduhr von Texas Instruments, die wir umprogrammiert haben, sodass die Alarmanlage knackt. Jetzt bin ich gespannt, ob das klappt. Ich möchte Sie bitten, die Alarmanlage scharf zu schalten. Sehr schön. Ich höre es piepsen. Jetzt gehe ich auf Aufnahme. Zack. Jetzt stumpf bitte. Sehr schön. Ich habe jetzt hier am Handgelenk auf dieser Armbanduhr die Credentials gemopst, die es mir erlauben, die Alarmanlage auszuschalten. Das möchten wir demonstrieren. Bitte schalten Sie die Alarmanlage scharf. So, und jetzt, zack,
aus. Ich habe also die Alarmanlage wieder stumpf geschaltet. Dieses Piepsen ist so, dass vielleicht nur Sie hier vorne das hören, die anderen nicht. Deswegen sage ich es auf eine andere Art und Weise. Wenn Sie Ihre Fernbedienung genau anschauen, entdecken Sie da einen großen roten Panikbutton. Mit dem großen roten Panikbutton lösen Sie den Alarm auf. Und das hören Sie alle, obwohl die Sirenen bei uns in Tübingen geblieben sind. Aber Sie hören es trotzdem. Also bitte Panik. Und auf. Zack. Gesehen? Credentials hingeschickt. Das Ding hat aufgehört zu Alarm auszulösen. Hat also genauso funktioniert. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen also, überall wo gefunkt wird, haben wir Möglichkeiten zuzugreifen. Und Sie als Konsumenten, die Produkte einkaufen, haben sehr schwer, sowas analysieren zu lassen, denn da sind immer relativ schnell 3-4 Manntage verbraucht oder zumindest mal ein Manntag verbraucht und das kostet bei uns 1600 Euro. Das heißt also, es ist möglicherweise für einen Privatmann nicht attraktiv, sowas einzukaufen, weil dann beim komplexen Projekt eben Angriff auf eine Alarmanlage möglicherweise ähnlich viel kostet wie eine Alarmanlage. Wenn Sie aber Produkthersteller sind, dann macht es Sinn, genau sowas testen zu lassen. Denn es ist ein Jammer, wenn sich herausstellt, dass Ihre Alarmanlagen nichts taugen und Sie dann möglicherweise eine Rückrufaktion machen müssen oder ähnliches. Das ist also eine peinliche Angelegenheit. Also überall, wo Funk eingesetzt wird, aufgepasst, da können wir Angriffe durchführen, die auch günstig durchzuführen sind. Vor 10 Jahren noch waren Funkangriffe gegen proprietäre Protokolle was mein Unternehmen, die Sys GmbH, gar nicht leisten konnte. Wenn man Spezialhardware brauchte, Spezialsoftware, Spezial-Know-how, das Ganze war groß und teuer. Und heute reicht eben Software-Defined Radio, wo wir zum attraktiven Preis von 18 US-Dollar die Angriffe durchführen können. Funk ist also was Gefährliches. Ich möchte weitermachen mit dem nächsten Angriff. Nächster Angriff ist ein Angriff gegen Virenscanner. Dauernd haben wir es nach wie vor mit Crypto-Ransomware zu tun. Sie erinnern sich sicherlich noch an den WannaCry-Trojaner oder an den NotPetya. Der hat also beide Malware Dinge haben bei unseren Kunden erhebliche Schäden verursacht. Also da ging auch extrem wenig durch die Presse bei den Vorfällen. Sprich, sowohl WannaCry als auch NotPetya haben wirklich böse ihr Unwesen getrieben. Und ich will kurz zeigen, warum. Ursache ist nämlich, dass Virenscanner nichts taugen. Virenscanner sind etwa von der Schutzwirkung zu vergleichen mit ihrem Gartenzaun. Wenn Sie Ihr Einfamilienhaus mit einem Gartenzaun schützen, ist es eine schöne Sache, aber wer es drauf anlegt, kommt über den Gartenzaun drüber. Und genauso verhält sich es mit den Virenscannern. Und deswegen haben WannaCry, NotPetya, Lockheed, Tesla Group so viel Schaden angerichtet. Auch bei Unternehmen. Schön. Als erstes bauen wir gemeinsam einen Trojaner. Ich möchte mit Ihnen einen Trojaner bauen, den die meisten von Ihnen kennen, nämlich den sogenannten Metapreter. Der Metapreter kommt aus dem Metasploit-Framework, ist im Quelltext verfügbar und jeder kennt den. Dürfte ich Sie nach Ihrem Namen bitten? Ihr Vorname ist Christian, stimmt das? Sehr schön. Ich baue jetzt Christian.exe einen Trojaner, nach Ihnen getauft. So, Christian, ich habe Sie klein geschrieben. Und dieser Trojaner ist der Metapreter. Der Metapreter hat die Eigenschaft, dass er von jedem Virenscanner dieser Welt identifiziert wird. Das heißt, ohne großen Aufwand wird der Virenscanner zuschlagen und Christian eliminieren. Schauen Sie, da ist Christian.exe. Christian hat nur 4,5k. Wir lernen also, dass Schadcode im Sinne von Trojanern ohne großen Speicherbedarf auskommt. Das heißt also auch über eine Webseite im Sinne eines Drive-By-Downloads, da werden eben nur 4,5k übertragen. Ich klicke auf Christian.exe. Was wird passieren? Der Virenscanner wird angehen und den Christian eliminieren. Denn es ist ein ganz bekannter Trojaner. 1, 2, 3. Schauen Sie, rechts oben Malware erkannt. Der Windows Defender hat den Christian eliminiert. Das will ich natürlich auch beweisen. Ich gehe hier auf Downloads und hier sehen wir Christian.exe. Und wenn ich jetzt klicke, geschieht nichts. Zack, wir sehen, das Ding ist gar nicht runtergeladen worden. Christian ist unschädlich. Jetzt, meine Damen und Herren, bauen wir gemeinsam den Christian2.exe. Hierzu nutzen wir unseren Skolo. Skolo hat die Eigenschaft, dass er den Christian tarnt, und zwar mannigfaltig. Erstens, unser Christian 2 ist polymorph.
der sieht jedes Mal anders aus. Es sind zufällige Komponenten drin, ist ganz einfach. Zweitens, der Christian 2 beinhaltet selbst extrahierenden Code. Selbst extrahierender Code ist einer statischen Code-Analyse niemals zugänglich. Drittens, wir machen uns Tricks gemeinsam, die wir von den Dieselmotoren von Volkswagen kennen. Wir haben nämlich in Christian 2 eine Prüfstanderkennung drin. Das heißt, Christian 2 merkt, ob der gerade von einem Virenscanner analysiert wird oder ob der bereits analysiert wurde und dann frei ist. So, pass auf, ich gehe hier drauf, drücke hier drauf und Sie sehen, Christian 2 ist noch kleiner geworden als Christian. Das liegt an dem selbst extrahierten Code. Und wenn wir jetzt klicken, sehen Sie, dass Sie nichts sehen, nämlich, dass der Christian 2 vom Virenscanner als unschädlich befunden wurde. 1, 2, 3. Schauen Sie, Virenscanner akzeptiert Christian 2 als wohlwollende Software. Der ist also drauf. Ja, das war's. Dieser Hack hat also funktioniert. Wir sind in der Lage, ohne großen Aufwand, selbst den bekanntesten aller Schadcodes so zu tarnen, dass er durch die Virenscanner durchflutscht. Virenscanner lassen sich immer überwinden. Virenscanner finden nur ganz bekannte, einfache Schadsoftware. Darf ich fragen, haben wir Informatiker unter uns? Da hinten, ja, sehr schön, das freut mich. Überraschend wenige von der IT-Security-Messe. Wenn Sie Informatik studiert haben, kennen Sie das Halteproblem? Nicht? Kennt jemand das Halteproblem? Perfekt. Aber der Einzige. Halteproblem besagt, dass wir keine Software schreiben können, die bei der Analyse einer anderen Software verbindlich aussagt, ob die Software anhält oder nicht. Das ist ein Satz aus der theoretischen Informatik, der sich beweisen lässt. Und wenn wir nicht mal automatisiert erkennen können, ob eine andere Software stoppt oder für immer läuft, wie um alles in der Welt soll es uns gelingen, eine Software zu bauen, einen Virenscanner, der rauskriegt, ob eine zu prüfende Software was Gutes im Sinn hat oder nicht. Also wir merken schon, eine Aussage, Software hält an oder läuft für immer, das kann man schön formalisieren, aber was Gutes oder was Böses, da sind wir in ganz anderen Kategorien, das kann die Software nie erkennen. Und noch schlimmer, eine Software daraufhin zu analysieren, ob sie sich verhält wie erwartet oder nicht, also das ist ganz schwierig. So, also wir klicken jetzt mal auf den Christian 2 und sehen, den können wir also hier auf dem Zielsystem ausführen, haben also die Möglichkeit, ohne großen Aufwand bei dem Zielsystem hier Schindluder zu treiben. So, jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Ich nutze, ja genau, da ist er schon, die Chance, um einen Schluck Kaffee zu trinken. Wir sind hier drauf. Ich kann also von dem Linux-System aus das Windows-System fernsteuern. Denn der Metapreter arbeitet wie alle modernen Trojaner, dass sich meine Opfer bei mir melden, sodass ich die Möglichkeit habe, meine Opfer entsprechend fernzusteuern. Das zeige ich kurz. Ich kann ganz viel machen. Ich kann hier die Webcam anzapfen, ich kann hier einen Screenshot holen. Ich will aber was zeigen, was Sie alle schnell sehen. Deswegen gebe ich einfach den Befehl Shutdown ein. Und drücke auf Return. Jetzt sehen Sie, dass hier dieses Windows sich hier kurz mal verabschiedet. Ich habe also das Zielsystem vollumfänglich in meine Gewalt gebracht. Folgern wir jetzt daraus, dass wir keine Virenscanner brauchen? Also meine Aussage ist ja eigentlich schon drastisch. Ich schmuggle jeden Schadcode durch jeden Virenscanner durch. Daraus könnte man die Schlussfolgerung ziehen, Virenscanner taugen nichts, wir lassen sie weg. Diese Auffassung wiederum, meine Damen und Herren, teile ich nicht. Denn ich kann nicht aus der Tatsache, dass eine Schutzmaßnahme nicht vollumfänglich schützt, folgern, dass ich sie nicht brauche. Ich mache ein Beispiel. Sie fahren ein Auto mit Airbag. Dieser Airbag wird Sie nicht in allen möglichen Szenarien schützen. Das heißt, wenn Sie mit 200 km/h gegen einen Brückenpfeiler fahren, wird der Airbag nichts ausrichten. Daraus zu folgern, dass Sie Ihre Airbags ausbauen aus Ihren Autos, wäre aber eine blöde Idee. Und so sieht es bei Virenscannern auch aus. Virenscanner schützen Sie, sind aber nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil Ihres Sicherheitskonzepts. Die Hersteller von Virenscannern, wir haben hier auf der ITSA etliche
versuchen, aber eher den Eindruck zu erwecken, dass Virenscanner hundertprozentige Sicherheit bieten. Das tun sie natürlich nicht. Schön, das war der Angriff mit der AV-Evasion. Ein Angriff, den wir übrigens regelmäßig durchführen im Rahmen unserer Penetrationstests. Wir haben kein Interesse, Viren zu bauen, wir haben kein Interesse, Schadsoftware zu bauen, die Virenscanner überlistet. Wir verkaufen diese Software nicht, aber wir brauchen sie, denn wenn wir einen Penetrationstest durchführen und wir können auf ein System drauf, dann müssen wir auch beweisen, dass wir drauf sind. Wir wollen da also als Beispiel den Metapreter drauf packen, um zu zeigen, dass wir das System in unsere Gewalt gebracht haben. Und um das zu zeigen, müssen wir die Virenscanner überlisten und deswegen brauchen wir AV-Evasion. Das ist der einzige Grund, aus dem wir diese Technologie bei uns einsetzen. Wir sind die Guten, wir machen also ausschließlich legale Hackerattacken. Es ist aber was ganz anderes, in den Abschlussbericht vom Pentest, ich habe hier einen, reinzuschreiben, es gibt eine potenzielle Sicherheitslücke auf Ihrem Datenbankserver. Sowas wird sehr gerne überlesen, da interessiert sich möglicherweise niemand dafür. Wenn ich aber in den Bericht reinschreibe, es ist uns gelungen, Ihre Kundendatenbank zu kopieren, dann hat es einen ganz anderen Impact. Das heißt, beim Penetrationstest ist es durchaus auch wichtig, das entsprechend zu belegen. Ich sehe, dass meine Zeit abgelaufen ist. Ich habe nur noch 2 Minuten übrig. Überlegt, ich habe noch einen Angriff, der ganz kurz geht. Den machen wir ganz schnell, also diese 2 Minuten schnappe ich mir noch. Ich gehe hier auf ein SMS-Fälschungsgerät. Wem von Ihnen darf ich eine gefälschte SMS schicken? Eine gefälschte SMS, ganz schnell. Wer meldet sich freiwillig? Sie kriegen eine SMS. Von mir mehr geschieht nicht. Sie waren mit? Super. Dürfte ich Sie kurz auf die Bühne bitten? Schnell zu mir. Wir beeilen uns ganz arg. Zeit ist knapp, Zeit ist Geld. Wie heißt Ihre Handynummer? 0049. 176. 1818. 9030. Von wem soll die SMS kommen? Sie können irgendjemand aus dem Auditorium aussuchen. Ihre Frau, Ihre Tochter, Ihre... Die 33 am Ende, okay, das gehen wir hier drauf, Ctrl V, 33. So, ich weiß nicht, wer das ist, aber diese Person wird sich jetzt bei Ihnen für immer verabschieden. Ist Ihr Kollege nicht so schlimm? Ich dachte gerade, es könnte Ihre Frau sein, aber das heißt drum, ich schreibe jetzt hier mal rein. Ich bin in Rio, Strich, du siehst mich nie wieder. Freundlich, ne? Ab geht die Post. Jetzt sollte diese SMS von Ihrem Kollegen hier signalisiert werden. Das sollte... Ja, genau. Hat genauso funktioniert. Ist jetzt da. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ein Applaus. Ja. Was Sie nicht wissen, ist, dass Sie natürlich jetzt auch Ihrem Kollegen SMS von Ihnen schicken kann, dem aggressivere Inhalte hat. Also müssen Sie im Klaren sein, SMS lassen sich ganz einfach fälschen, ohne großen Aufwand. Ähnliches klappt bei E-Mails, die von Ihrem Chef zu kommen scheinen, aber hinterher an die Buchhaltung gerichtet sind. Das kommt regelmäßig vor. Internet ist eben nicht so sicher, wie wir es uns vorstellen. Meine Damen und Herren, hat mir sehr viel Spaß gemacht, bei Ihnen aufzutreten. Sollten Sie Interesse haben an Penetrationstests oder weiteren Auftritten. Wir sind heute noch hier da bei unserem Stand. Der ist auch nicht weit weg, der ist in der Nachbarhalle. Sollten Sie Interesse haben an Schulungen, wenden Sie sich an uns. Bei uns können Sie sowas lernen. Hacking Teil 1, Hacking Teil 2, WLAN-Hacking, Voice-over-IP-Hacking, Hacking gegen große Windows-Netze, Reverse-Engineering haben wir, IPv6-Hacking. Sollten Sie Interesse haben an Penetrationstests, kommen Sie einfach auf uns zu. Sollten Sie weitere Informationen haben über unsere Veröffentlichungen, die wir haben wollen, schicken Sie mir eine E-Mail. Ich habe hier einfach mal einen Stapel Visitenkarten mitgebracht. Ich lege einen hier hin und einen hier hin. Für mich war es ein Vergnügen, hier aufzutreten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war die ITSA 17 bei Kurs of You Tech. Wer mehr über die ITSA und die Security-Themen wissen möchte, geht einfach auf itsa17.kursofyou.com. Ansonsten ein Abo dalassen schadet natürlich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier raus.